Hi Freunde und herzlich willkommen zurück zu Persona 5. Schön, dass ihr wieder da seid und wie immer am Anfang der Folge, wenn es euch gefällt, dann lasst doch bitte eine Bewertung da oder einen netten Kommentar. So, wir sind hier immer noch im Büro von Shido und der hat Akechi bei sich. Der sollte uns eigentlich umbringen, aber das hat nicht geklappt. In der letzten Folge haben sie uns da auch nochmal in aller Länge und Ausführlichkeit den Plan erklärt, damit es jetzt auch wirklich der Letzte verstanden hat und auch ich habe es jetzt inzwischen verstanden, warum das alles so schön geklappt hat. So. That's the death. Certificate of the principal offender, correct? Is there a problem with it? No, nothing in particular. More importantly, you've done well with regard to the prosecutors. The cause of death for the SIU director has been settled as a stroke. I had him work quite substantially on forging evidence. His loss should be mourned. It was thanks to his efforts that I could enter the Phantom Thieves interrogation room, too. The SIU is in disarray with his death. I'll take my time choosing a successor after the elections. At any rate, I'm now praised as a hero, and I owe it all to the Phantom Thieves. All possible hindrances are now gone. There's no doubt that this election is mine. Alter. Okay, also die haben hier nochmal gesagt, dieser SIU-Direktor hat denen halt übelst geholfen und ja, trotzdem haben sie ihn am Ende eiskalt abserviert und getötet. Discussion is swirling around potential nominees as the deadline for candidacy announcement nears. Aber das ist übrigens nochmal ganz kurz, bevor ich weiterdrücke, so ein sogenannter Kick-the-Dog-Moment. Kennt ihr das? In Filmen, Videospielen, also generell in Geschichten, um die Bösen ganz eindeutig als die Bösen abzugrenzen, braucht es einen sogenannten Kick-the-Dog-Moment. Also irgendwas, was ein Böser macht, was absolut und zweifelsohne böse ist und auch von jedem Menschen auf der ganzen Welt, egal welche Kultur, als böse anerkannt wird. Und der Typ halt hier hat gerade einen Untergebenen von sich getötet, der ihm über die letzten Monate hinweg absolut treu ergeben war und am Ende hat er nur drüber gelacht. Also ja, sowas zeichnet dann halt so einen wahren Bösewicht aus. Weiter im Text. Candidates will announce on the 23rd of this month, while voting will be held on the 18th of next. Elections, huh? Don't matter to us. It's not like we can vote in him yet anyways. Ich höre da übrigens schon wieder eine Deadline für einen Palast raus. Why don't we resume our conversation? Well, the Phantom Thieves are back together. We can finally take it to Akechi and the bastard backing him. Have you figured out who's behind all this? Akechi accidentally let that slip after the murder. He said, Shido-san. Shido? Feels like I've heard that somewhere. He is unmistakably a man of power if he has such strong connections to the police. Shido? Could it be Masayoshi Shido? Who? I believe he's a politician. Remember Ryuji? You said his speech was too loud. For real? It's certainly possible that Shido is the mastermind. Huh? Do you have some kind of evidence? Nothing material. However, there are various conditions which align with that possibility. First, he would profit from damage done to the current administration by the psychotic breakdowns. He's maintained a negative stance toward the Phantom Thieves and has gained tremendous popularity. On top of that, he'll most likely become the next Prime Minister if he wins this upcoming election. No! Did he set us up with that election in mind? If he is behind all this, that would be in stark opposition to his honest public image. So his current position and popularity is just him benefiting from the mental collapses. We'll make him have a change of heart, no matter what it takes. Mom. Shido, huh? What is the matter? I had a feeling he was wrapped up in all this. Just based on the connections I had from my previous job. I think the one who crushed Wakaba's research and confiscated her materials was probably Shido. From the moment Wakaba died, I had a hunch he was involved.
but there wasn't anything I could do. So I chose to protect Futaba and went into hiding. Why didn't you say that sooner? You guys would have definitely gone after him if I had. He would have just killed all of you, no doubt. That's what he usually does to people who get in his way. Originally, I was looking into the mental shutdown cases. It was then that I accidentally stumbled upon government research regarding the psychotic breakdown. So I tracked down the whereabouts of that research data and met with the associated parties. Voss was one of those parties. I would never have imagined all of this was connected. The mental shutdowns, psychotic breakdowns, Shido, and even the Phantom Thieves' actions. Way back when, Shido kept saying he was going to be Prime Minister one day. Nobody believed him, though. What's going to happen to this country if Shido becomes Prime Minister? What about the world? The issue is simpler than that. This is nothing more than yet another selfish adult trying to impose his will on the public. We gotta expose that rotten bastard! Yeah, we'll do it like always. Then let's check the nav. Okay, an der Stelle hake ich mal ganz kurz ein. The guy running for Prime Minister. Also, wir sind jetzt endlich an dem Punkt angelangt, wo das Glatzköpfchen zum Ziel wird. Und Sojiro hat gesagt, er hatte mit Shido schon früher zu tun, denn es war wohl er, der Futabas Mutter, beziehungsweise also Wakaba, bedrängt hat und ihre Forschung bezüglich der Wahrnehmungswelt, also bezüglich des Metaverses, konfisziert hat. Und Sojiro hatte damals schon gedacht, dass er wahrscheinlich irgendwie was mit dem Tod von Wakaba zu tun hatte. Und er hat wohl damals auch schon immer damit geprahlt, dass er irgendwann mal Premierminister hier wird. Und auch Sai hat gesagt, dass während ihrer Nachforschungen ist sie praktisch auf Hinweise gestoßen, dass das alles irgendwie zusammenhängt. Aber am Ende, also sie hat es nicht wirklich geglaubt. Got a hit! Well, duh. It ain't a surprise he has one. Ja, irgendwie nicht. Where would the location be? What kind of things go through a politician's head? I always think of dirty money and shady actions. What does he do? And where? We don't got a clue about this guy's life. His palace must be somewhere that politicians frequent. Any ideas? Okay, also... Election... Also wo was könnte sein Palast sein? Dass er einen hat, ist ja wohl irgendwie klar. Also das Parlamentsgebäude, das glaube ich nicht, weil da kann er seine, also er ist ja kein ehrlicher Politiker, sondern er macht halt so seine Ränkespiele in dunklen Hinterzimmern. Deswegen würde ich sagen, vielleicht ein Restaurant. I suppose that would be a good location for them to plot. How about the Diet Building? We got a hit. How arrogant must he be to see himself as the ruler of the Diet Building? Okay, es ist doch das Parlamentsgebäude. It's the big shot politician Masayo Shishido. We're gonna do this, right? Ja, aber die Frage ist, wir brauchen doch immer noch die Art, also das, was der Palast für ihn ist, oder? Wir wissen, dass es das Parlamentsgebäude ist, wo er, wo sein Palast ist, aber wir müssen wissen, was sein Palast ist. Nein, natürlich nicht. He will be a worthy opponent. Let's win this together. Time for revenge. Then it's unanimous. All we gotta do now is figure out what he thinks that Diet Building place is. So that's the app that allowed me to enter the metaverse. An old fart like me can't wrap his head around all this stuff. We'll have to deal with this before election day, December 18th. That means we need it done by the 17th. It's best we hurry before they discover there's no body in the morgue. Also wir haben wieder 3 Wochen Zeit. Aber trotzdem frage ich mich, die haben doch vorhin, hat doch mal einer, ich glaube Sojiro war es, gesagt, dass ich jetzt nicht raus kann. Kann ich doch bitte? Ich würde jetzt echt gerne noch ein bisschen mit Freunden abhängen und so. We can meet at the... That reminds me. What are you gonna do about school? You can't show up if you're supposed to be dead. Miss Kawakami said he went back home for family reasons. That's what I told the school. Don't let him find out you're alive then, all right? This whole thing would be for nothing. What do you mean?
This operation had another purpose outside of escaping Akechi's clutches. Shido tried to place all the blame on the Phantom Thieves and deceive the public at the same time. He has ruined countless lives, and even made Goro Akechi, a student, assist him with assassinations. A mere change of heart is too lenient a sentence for such an abominable criminal. We'll be making use of the police statement that the leader of the Phantom Thieves committed suicide. Our leader, who is presumed dead, will come out of hiding to deliver a grand statement. He'll say he has escaped prison, not committed suicide, and was in fact almost killed by a criminal. Everyone's gonna flip. You guys thought through all this stuff too? We're intellectuals, you know. That's why you needed such a daring trick as getting captured and appearing to be killed. What frightening teenagers. Okay, zur Übersetzung. Es reicht bei Shido nicht, wenn wir einfach nur seinen Schatz stehlen und er praktisch, er einen Change of Heart hat, sondern bei ihm ist es praktisch so, wir müssen ihn öffentlich komplett zerstören. Und das schafften wir am besten, indem Kaito, also ich, so lange wie möglich für tot gehalten wird. Und dann an dem Moment, an dem Shido alles gesteht, also wenn wir mit dem Palast durch sind, komme außerdem noch ich aus meinem Versteck und sage, hey, ich war außerdem übrigens die ganze Zeit am Leben und der Typ da hat versucht, mich umbringen zu lassen. But the true battle has only just begun. We won the first round, but we must stay on our toes. Yeah, this ain't the time to be celebrating. These people tried to trap and kill us. There is no end to their inhuman conniving nature. We will need to be prepared for whatever may come our way. Ja, und das wird natürlich definitiv die größte Herausforderung bisher. I finally made it this far. It's already been 2.5 years since we met. Back then, you earned the media's attention as a young politician who could rise up against bureaucracy. Because of that, those who wanted to preemptively deal with problems tried to tie you up in scandal. To think I would fall for the ruse schemed by those decrepit fools in power. I recall that's when you came to me. You promoted yourself saying you had special powers. If it wasn't for the research on cognition that I dabbled in, I would have thought you insane. I made those troublesome opponents psychotic and erased any trace of that scandal. Who'd think that tampering with a person's heart could trigger a psychotic lapse or mental shutdown. And when someone like that said he'd support me, I had suspected there'd be an ulterior motive. It's because I sympathized with your aspiring ideology. I believed that your ideals needed to be achieved for the sake of the country's future. Well, my faith in you was precisely why I pulled the plug on that research. I only need you using that power. It'd be troublesome if someone else uncovered how it works. Wakaba Ishiki, was it? That researcher. She wouldn't have had to die if she just complied. Any suspicions should be snubbed out. Even the smallest doubt must be severed at the root. After all, we had an active public prosecutor's office director on our side until recently. Astounding, isn't it? To think the director himself often forged evidence to secure his promotion. He was quite surprised when you confronted him about it. He didn't know who leaked that information. Well, I got that out of his shadow, so technically speaking, he did it himself. This country's affairs have become stagnant. The political world is filled with old men who only act to preserve their own vested interests. The general public has forsaken such political affairs and don't even bother. Only ruin awaits us. I must agree. There's no need to be ruined along with such incompetent fools. I will lead this country to its revival. Those who get in the way must be eliminated at times. That's the correct way to use the metaverse. Still, it would stand out if there were continuous deaths and scandals with your political rivals. Okay, ganz kurz, ich hänge mich mal rein, wegen Übersetzung.
Es ist erstmal voll witzig, wie die hier die ganze Zeit einfach nur Exposition droppen und eigentlich überhaupt keinen Grund haben, alles nochmal zu wiederholen, was die in der Vergangenheit gemacht haben. Also, Akechi ist vor 2,5 Jahren zu Shido gekommen und hat ihm gesagt, dass er dazu in der Lage ist, in eine Parallelwelt zu gehen, um dort praktisch die Herzen von Leuten zu manipulieren, sodass die in der echten Welt Zusammenbrüche erleiden und sterben. Shido hatte zu dem Zeitpunkt schon Wakabas Forschung gesehen und wusste, dass da was dran sein musste, ansonsten hätte er Akechi wahrscheinlich für wahnsinnig gehalten. Und damals war Shido gerade in einem Skandal verwickelt und konnte dem halt entkommen, weil Akechi die Leute, die diesen Skandal fabriziert haben, um Shido eliminieren konnte. Dann haben sie eben die Spuren der Forschung von Wakaba ausgelöscht, weil sie halt nicht wollten, dass noch jemand anderes vom Metaverse erfährt und das auch nutzen kann. Die wollten halt die einzigen sein, die diese Möglichkeit haben. Und schließlich haben sie halt, Moment, jetzt muss ich mich kurz erinnern, jetzt setzt gerade mein Gedächtnis aus, einen Moment. Achso, ja, sie hatten dann an der Stelle schon den SIU-Direktor auf ihrer Seite, weil Akechi von dessen Schatten im Metaverse rausgefunden hat, dass er, um selber aufzusteigen, oft Beweise gefälscht hat. Und ja, hier sind sie jetzt, die haben nach und nach alle ihre Rivalen halt auf diese Art und Weise entweder erpresst oder aus dem Weg geräumt und Shido ist halt der Meinung, dass das Land gerade stagniert, die Politiker haben kein echtes Interesse mehr dran, das Land voranzubringen, sondern die wollen halt nur ihr eigenes Wohl bewahren und er ist halt so der Retter daraus, was natürlich Heuchelei ist, weil auf der einen Seite sagt er, okay, damit hat er vielleicht sogar recht, die aktuellen Politiker sind faul und denken nur an sich, auf der anderen Seite ist er selber zutiefst egoistisch und würde eben sogar über Leichen gehen oder geht sogar über Leichen für seinen eigenen Vorteil. Naja, so sind sie halt, die Bösewichte, ne? Prosecute the targets that I turn psychotic and solve them as cases unrelated to you. And thus the charismatic ace detective was born. Thanks to your efforts, my clean image remains untarnished and I've monopolized public opinion. Once I gained public sentiment, collaborators from all sectors began approaching me on their own. The police were no exception. With their management in my pocket, keeping them in check was easy. When the Phantom Thieves emerged, I thought things might become somewhat troublesome. And they were just brats once we looked into it. All we needed to do was lay the blame on them. When you told me that, I knew then that you were the better man. Their popularity was a bit beyond my expectations, but flipping it made the negative press stronger. After that, all I had to do was openly berate them. I've been gaining more supporters since. The current administration is dead with ongoing scandals. Never mind the fact that they're my doing. Even the government parties have begun splitting up, and they're dissolving just as planned. The time has finally come. Just a little more and I will take the seat of Prime Minister. However, inauguration isn't my goal. That's when everything truly begins. I'll make this country rich for the sake of its selfish and ignorant masses who can only rely on others. In other words, you're creating a powerful country that can compete with the world. The public resonates with my ideals and follows me. And for that, some sacrifices can't be avoided. That is my duty as the chosen one. Your assistance has been very influential in making my plans proceed smoothly. When I become Prime Minister, I'll grant whatever wish you want. With this most recent case, my name has become known across the country, perhaps even the world. Surely my story will be passed down as a hero who won against monsters that could control people's hearts. I believe I'll lay low and devote myself to my studies. I suppose with your age, you wouldn't come up with debauched desires. I am thinking about the future, though. Hmm.
Ja, also, wie gesagt, es hat sich halt alles so entwickelt, wie Shido das wollte. Das Parlament zerfällt gerade und es gibt jede Menge Skandale um Politiker, die er aber teilweise verursacht hat. Und Akechi plant aber immer noch was. Also ich weiß auch nicht. Also ich glaube das halt irgendwie gerade nicht, weil Shido hat halt gesagt, aber er wusste gar nicht so wirklich, ob er Akechi vertrauen sollte. Gerade jemanden, der eben so eine Macht besitzt, eben einfach Leute umzubringen, ohne dass es jemand mitbekommt oder als Mord überhaupt ansieht. Und deswegen, so wie Akechi das dann gesagt hat, ja, ich sehe eben zu dir auf und teile deine Ideale und finde, dass du der richtige Mann an der Spitze bist. Das klang irgendwie zu groß geschleimt. Und wir haben ja schon gelernt, dass Akechi kein guter Schauspieler ist. Ich denke, der hat noch irgendwas ist da noch. Weil aus irgendeinem Grund haben wir ja auch bei Akechi immer noch zwei Ränge offen. Also sein Confident-Rang ist ja immer noch bei 8. Irgendwie müssen wir den ja noch auf 2 erhöhen. Ich glaube, Akechi spielt ein doppeltes Spiel, so ungefähr. Naja, mal gucken. And we'll have all the time to come up with the plans together. Ja, cool. Aber meine größte Sorge ist immer noch, kann ich jetzt noch was machen oder darf ich jetzt gar nicht mehr raus? But when I consider the fact that he's your enemy, I naturally think he's my enemy as well. I'm going to stay with you until the very end. Ja, das ist toll, aber guck, und zum Beispiel auch Mishima, der müsste doch jetzt auch wieder mit neuen Aufträgen fürs Metaverse ankommen, oder? How do I put this? Was? Okay. Life's gonna get real busy for you starting tomorrow, right? Get some rest. The Chief's right, let's hit the hay. Okay, also ich darf wieder mal nur noch schlafen gehen. Hier habe ich nichts Neues, was ich machen kann, ne? Hero figured, ne, okay, alles klar. Keine Ahnung. That reminds me, your relationship with Akechi unexpectedly grew stronger, didn't it? Even though Akechi was talking the... was? Ja, das ist wahr. Okay, das ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Akechi met the cognitive you in the palace. I don't know what he said to that version of you in there, but we should make use of this. And if nothing else, it shows our operation was a smashing success. Ja, wie gesagt, also ja, Morgana hat es jetzt auch nochmal gesagt. Aus irgendeinem Grund ist unsere Verbindung zu Akechi nochmal stärker geworden, warum auch immer. Wusste er vielleicht, dass es eine Falle war? Ist absichtlich reingetappt? Ich meine, er wäre schlau genug rauszukriegen, dass wir vielleicht auch was geplant haben. Na egal. Remember how I hijacked your phone during the school trip? That kinda came in handy. Wie denn? Well, remember how I put that wiretap app in Akechi's phone? Basically, that let me see GPS info for 2 phones, yours and his. Now what could I do with that info? I'd be able to tell the precise moment Sai Nijima, who had your phone, ran into Akechi. That's when I saw my chance and beep, sent the signal to activate the Metaverse Navigator. But there was the chance they'd just pass each other without saying a single word. That's why we needed you to tell Sai Nijima to show the phone to Akechi. Okay, cool. Also es ging also noch ein kleines Detail zu dem Plan. Futaba hat ja damals bei diesem Hawaii-Trip auch auch auf unser Telefon so eine Überwachungs-App geschalten und damit konnte sie halt beide per GPS tracken, also unser Telefon und das von Akechi, und wusste damit praktisch, wenn sich Sai und Akechi treffen, und dann wusste sie, wann sie das Metaverse aktivieren musste. Naja. All you have to is push the button. Making the phone think he was pushing that button is totally doable. Okay, cool. Also sie hat ihn verarscht. Hast du auch noch was zu sagen? Yeah. Oh, by the way, the police report on your death is gonna show up at your school. No need to worry. Seems prosecutor Nijima worked out some kind of deal with the higher-ups or something. I mean, they haven't even said anything to me even. As long as you stay quiet, you'll be fine. And I guess if they reported your death now, they'd basically be saying you were a phantom thief. They can't really go announcing what the Phantom Thieves are, so I'm sure they'll avoid that. Okay, also es wird erstmal noch keiner erfahren, dass konkret wir tot sind. Und das ist jetzt eben... Na gut, okay, ich gehe erstmal ins Bett. Das ist jetzt eben die Frage. Die anderen, also der Rest der Welt, weiß noch nicht, dass wir das waren. Und die wissen auch demzufolge noch nicht, dass wir angeblich tot sein sollen. Das weiß eigentlich nur Akechi und Shido.
und dieser Polizist, diese Wache vorm Verhörraum. Also kann ich jetzt bitte noch was machen? Das wäre jetzt echt scheiße, wenn ich jetzt bei keinem mehr irgendwie... Ich meine, ich bin bei Yoshida, glaube ich, auf Stufe 8 oder 9. Ich bin bei Sojiro relativ weit. Bei Futaba bin ich auf Stufe 9. Es gibt noch mehrere, bei denen ich gerne noch bis zum Schluss durchziehen würde. Bei denen ich gerne noch bis zum Schluss... Also noch Stufe 10 erreichen würde. Was den Confident-Rang angeht. There's no point in even having an election. Shido's gonna win. Of course, he's the only reliable politician there is. Plus, the current government has been getting wrapped up in scandal after scandal. Even more importantly, there's just an aura about him. Like, he can fix whatever problems we have. Oh ja, die kann er schon lösen, nur die Frage ist, zu welchem Preis. Ja, okay, alles klar. Ist gut, ich weiß, was die sagen. Jetzt wird uns jeder um die Ohren hauen, wie toll Shido ist und naja. Wie es halt immer ist. Oh, schickes Freizeitoutfit, wirklich. I heard you went home, so I announced it during homeroom. But that's a lie, right? Ja, es ist. I just knew. Planning something with Sakamoto-kun and the others, huh? Well, try not to trouble the school or the parents, okay? Also make sure you're keeping up with your study. I'll handle your housework as long as you request me. Dankeschön. Gut, also, das heißt, ich muss aber jetzt auch, das ist jetzt auch eine Sache. Morning. Ja, na, was los? Wen fragst du jetzt, hä? Wen fragst du jetzt? Wer beantwortet dir jetzt deine scheiß Schulfragen, hä? Niemand, es ist niemand da. Entschuldigung. Ja, sehr gut. Okay, I swear you're like monkeys in the zoo. I received word from Pittman's family that he'll be absent for a bit. Jeez. What do you people think school is anyway? Zeit totschlagen? It's almost time. Tja, hast du keinen, den du fragen kannst, ne? Heißt das jetzt, wenn, also falls ich jetzt doch noch ein bisschen Zeit hier verbringen kann mit anderen, dann würde das doch bedeuten, ich habe 3 Aktionen pro Tag, oder? Morgens, mittags und abends. Ja, voll cool. Also, oh, bitte, komm, lass mich das. Hey, it can't be true. Can it please tell me you're okay? Ja, ist gut. Oh yeah, thank God you're safe. That suicide report was all over the news and Miss Kawakami said you went back to your hometown. I was honestly worried about contacting you. Even Sakamoto was dodging the question when I tried to ask him. But don't worry, I won't tell anyone. By the way, the fan site is a real mess right now, but I'll keep supporting you from the shadows. Good luck. Cool. You don't need to worry about it in here. But try not to do anything to draw attention. Anyway, today is the day off, so you eat your curry and take it easy. You can take your time with it too. It's not like any customers are gonna be showing up. Yeah, cool. Okay. Let's try and think of the keyword once the chief curry has... Okay. Ja, also, wie gesagt, ich weiß es nicht. Also wir müssen immer noch das Keyword rausfinden. Also rausfinden, was sein Palast tatsächlich ist. Fangen wir erstmal damit an und kümmern uns um die Freizeit später. Have you guys figured out the keyword? Nee, haben wir noch nicht. I've tried all sorts of stuff. Okay. Ja, also was könnte es sein? Subway Accident, ja, stimmt, damit hat es damals angefangen, ne, mit diesem U-Bahn-Unglück, als wir hier angekommen sind. Damals hat er, ja, the Minister of Transport, also wahrscheinlich der Verkehrsminister, seinen Job verloren. Wait, are you trying to say Shido caused that accident? But it's the Subway, does he not care at all about innocent lives? Nein, tut er nicht. Supposedly, there are still tons of victims from that in the hospital, even now. Masayoshi Shido, how many has he killed over the years? How could we ever understand what goes on in the mind of such a horrible man? Ja, wir finden es heraus, wenn wir in seinen Palast gehen. Hey, wouldn't it be faster if we just go there and try think about it on site? Let's try that. Oh mein Gott! Ryuji hat was Schlaues gesagt! Das erste Mal in diesem Spiel. Unfassbar. Ja, gut, alles klar. Jetzt denkt's euch, komm aus. Komm, remember, we're going. Not being seen. Ja, okay, bla bla bla. Tut mir leid, aber allzu sehr interessieren mich diese Chats immer nicht. Also was könnte er denn denken? Ich würde bei ihm, also so wie er,
What is it? You're going out? Ich darf doch raus! Also mit einer Kapuze auch und ich sehe ein bisschen aus wie Assassin's Creed. Also ich sehe ein bisschen aus wie ein Assassine mit der weißen Kapuze. Was könnte denn Cheetos Palast sein? Ich meine, kommt schon. Es ist das Parlamentsgebäude und für ihn ist es wahrscheinlich ein ganz stinknormaler Palast, glaube ich ehrlich gesagt. Es wird wahrscheinlich irgend so ein übelst pompöses Anwesen oder so ein übelst pompöser Herrscher-Sultanspalast sein oder was weiß ich was. Ich meine, was fehlt denn noch? Das würde eigentlich sogar passen, Sultanspalast. Oder irgendwas, was hatten damals japanische Kaiser? Woran die denn drinnen gewohnt? Sowas halt. Naja, that's the plan. You gotta be kidding me. You realize you're done for if you get caught, right? Sheesh, the stunts you pull sometimes. Just don't stay out too late. Ja, ich darf raus. Ich darf raus. Okay, she isn't here. Es sieht echt ein bisschen aus wie Assassin's Creed, die Kapuze, aber komm, okay. Let's begin at once. Vor allen Dingen... Cars are making rounds, so we can't stay here too long. Ja, geil. Vor allen Dingen, es fällt auch gar nicht auf, wenn die gleiche, also wenn die gleiche Gruppe, die Phantom Thieves waren, auf einmal mit einem Typen rumsteht, der genau die gleiche Statur hat, wie der Anführer, der eigentlich tot sein sollte. Also falls Cheeto irgendwelche Kontakte hat, die uns gerade beobachten, wird die Tarnung garantiert nicht helfen. We already have Masayo Shishido and Diet Building. All we need is what he thinks of this. Und dass die ihn doch nicht rausgekriegt haben, dass es keine Leiche gab. Ach komm. Maybe Mount Fuji, since it's the highest place in the country? Keine Ahnung. Ich schwöre euch, die Leute in dieser Story hier, die sind immer nur so schlau, wie die Story es ihnen erlaubt zu sein. Ein Anwesen? Since he's going to subjugate everyone as Prime Minister, perhaps a school? Nein. What about an arena, like the Colosseum? Imperial Palace? Das wäre mein... Ach. It's no good. Imperial Palace wäre mein Guess gewesen. Alter. Hey, you think he's guarding his whole palace with a barrier? Cheeto stole the cognitive science research, right? Well, maybe it had some special move written in it. Is that even possible? Who knows? I've got no idea. Ah, okay. There was nothing like that in the notes I saw. Anyways, what kind of person is Cheeto? I can't figure him out. Okay, schade. Das wäre jetzt eigentlich eine ganz interessante Idee gewesen, wenn Cheeto diese Nachforschungen von Wakaba hatte und weiß, wie das Metaverse funktioniert, könnte es ja sein, dass er absichtlich eine ganz bestimmte Art von Palast für sich gebaut hat. Einer, der extrem schwer eben zu infiltrieren ist oder unmöglich zu infiltrieren ist. Könnte es eventuell ein Gefängnis sein? Ein Gefängnis? In dem er alle gefangen hält und in dem er praktisch der Direktor ist? Und die dürfen alle immer nur dann was machen und wenn er es sagt? That man over there is probably a legislator, right? I'll try asking him. Ja, gut, okay, frag mal jemanden. Excuse me. I'm a member of the newspaper club at my high school. May I speak with you for a moment? Sure. What kind of person is Representative Cheeto? What's he think about the national diet? His stance is dedication for country. It's how he's garnered everyone's trust. He's an admirable man of action with a first-class determination. I'd say he's a model politician. I believe that he'll help create a wonderful future in which young adults like you can live in ease. Okay. Exemplary answer. Ja, typisch Politiker halt. Makes sense he wouldn't tell teenagers anything unnecessary. Noch irgendjemand? Look over there. He's on a walkie-talkie. Wait, is it about us? That doesn't look good. We should leave at once. Tomorrow's the day off, so let's have an early strategy meeting. Meet at lo- We should all think about this tonight. Okay, wow, das hat's ja überhaupt nicht gebracht. Also dieser Typ da war halt ein Parlamentsabgeordneter und der hat halt auch bloß so das Übliche gesagt. Ja, Cheeto ist ein ganz, ganz toller Mann
und er hat immer nur andere immer nur andere im Blick und so, und dank ihm wird dieses Land aufsteigen, bla 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 bla. However, I believe that this country's citizens are still living their days in anxiety. These scandals only increase our distrust of the current government. As a citizen myself, I am enraged. Look who's talking. What does it mean to be a politician with responsibility? Working toward personal gain without consideration of the country is outrageous. The election's public notification is tomorrow. But no matter where I go, people are cheering for Shido. Everyone's being deceived so easily. Was los? I tried looking for Shido's interviews up online. They all sound so goddamn fake. I checked his profile as well, but I couldn't find much outside of his title and education. He's currently 53 years old, and he's gone from being a metropolitan assemblyman to a representative. Though he's a cabinet minister, he's split from the ruling party to form the United Future Party. Okay, er ist ein Kabinettsmitglied, okay. He was specially appointed to the position, that's his current title. Apparently, he also won a contest for who people would most like to have as their boss. Even the news sites write about him as though he's sure to become the prime minister. If only we could find out the meaning behind Shido's words. In order to save this country that has been tainted by villains, social reform is essential. Okay, also das ganze Land steht praktisch hinter ihm. Das kam jetzt praktisch raus aus diesem Chat da. Oh, schau mal, wir haben jetzt sogar unser eigenes Poster. Geil, sieht schick aus. Sowas wollte ich mir auch ins Zimmer hängen. Ja, also wie gesagt, das ganze Land steht hinter Shido, er ist momentan Kabinettsmitglied und hat sogar irgendwann mal so einen Online-Contest gewonnen, von wegen, wen hättest du am liebsten als Boss, und es ist absolut sicher, dass der Typ Premierminister wird, wenn die Wahl vorbei ist, deswegen müssen wir es unbedingt schaffen, das ist schon mal logisch, aber wir wissen halt immer noch nicht so richtig, was sein Palast ist, aber das werden wir auch in dieser Folge nicht mehr rausfinden, denn die Zeit ist schon wieder ziemlich vorangeschritten. Hoffe, ihr hattet wie immer Spaß, Freunde. Wenn ja, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich darüber umso mehr. Also, wenn ihr mich abonniert, ihr wisst schon. Ich mache jetzt Schluss, ne? Ciao!